Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Part von Need for Speed Underground 2. Ja, wir sind ja jetzt in der Garage. Wir können mein Auto tunen, was eigentlich total Blödsinn ist, weil wir haben es ja noch nicht getunt. Deswegen gehen wir zurück zum Explore-Modus. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass in der City heute Abend ziemlich was los ist. Ich habe die Locations auf deine Karte hochgeladen. Kannst gleich schon mal anfangen, dir einen Namen zu machen. Das machen wir auch gleich. Moment. Was sehe ich denn da? Ein URL-Rennen. Beziehungsweise auf der Karte sehe ich das. Street X Rennen meine ich. Hey, mit dieser Schleuder, willst du auf meiner Street X Strecke? Naja, ich will mir ein Schleudern, weißt du, so richtig, ne, also, naja. Du weißt aber, dass das Schieben verboten ist, oder? Willst du schon mal die Streckenkarte sehen, bevor du deine Kohle klar machst? Die sehe ich schon längst, du Vollidiot. Okay, hör mal her. Was du jetzt erlebst, ist der Street Cross. Das ist der heißeste Kick in der Racewelt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich eine Menge Zeit. Stimm deinen Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool, dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Mein Hammer hängt leider in meiner Werkzeugkiste. Deswegen, naja. Aber wir fahren noch ganz... Was war das denn gerade? Wir fahren noch ganz langsam an. Ist klar, dass wir langsam anfangen, weil... wir haben das Auto noch nicht getuned. Das kommt später erst. Das ist ein Street X-Rennen, wie gesagt. Und da muss man aufpassen, ne? Muss man gut fahren können, auf jeden Fall. Naja. Ist eigentlich eine Driftstrecke umgebaut zu einer Street X Strecke. Wenn man sich das Rennen so anguckt, aber wir haben es schon gewonnen. Weiter. Gewonnene Rufpunkte 300. 300 ist das meiste, was man an Rufpunkten kriegen kann. Gewonnenes Geld haben wir 250 und weiter geht's. Hey, wow! Ich muss schon sagen, das war genial. Noch ein kleiner Tipp für dich, jetzt wo du weißt, wie es geht. Du wirst oft hören, dass vom Siegvorsprung die Rede ist. Es ist nämlich nicht so wichtig, dass du gewonnen hast, sondern mit welchem Vorsprung. Je mehr Vorsprung, desto besser dein Ruf. Hey Mann, falls du es noch nicht wusstest, hier in Bayview bin ich der absolute Experte für Tuning-Teile. Wenn irgendein Shop ein richtiges Sahneteil auf Lager hat, das du dir ansehen solltest, schicke ich dir eine SMS. Pass auf, solche Parts gehen schnell weg. Bevor du dich jetzt bei mir bedankst, ich habe mir noch nicht überlegt, was du mir dafür schuldest. Bis später. Bestimmt einen Blowjob. Entschuldigung. Nein, ich fange jetzt nicht schon wieder damit an. Das muss nicht sein. Und der Kerl, der ist halt wie Rock, der unterstützt mich. Und das ist ein Tuning-Shop. Cool, davon fahren wir nämlich mal rein. Damit wir auch ein bisschen mehr Leistung bekommen. Und ja. Fahren wir mal rein.
Das erste Mal im Tuning Shop und immer ein bisschen Geld gekriegt. Zack. Megalo Parts. Discounter für Tuning-Teile. Das ist bestimmt der Lidl der Tuning-Teile, weißt du? Hey, du hast es gefunden. Jetzt weißt du, wo Megalo Parts liegt. Ein Riesensortiment haben die hier zwar nicht, aber für normale Tuning-Teile reicht's. Und es ist immer geöffnet, falls du mal vorbeischauen willst. Sieh dich ruhig um, ob du irgendwas brauchen kannst. Megalo Parts liegt? Das ist ein Gebäude. Wie kann ein Gebäude liegen? Na gut, das Gebäude ist wahrscheinlich müde und hat sich dezent schlafen gelegt. Mal guck mal, es ist 21 Uhr schon und... ja, gut, ich will nichts sagen. Hey, tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. Wie viel kostet das? Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Hier kann man noch die Vollschleichwerbung eigentlich. HK ist nicht mehr gut. Achso, Standardpaket 1. Oh. Ich bin ein armes Schwein, ich komme jetzt nicht weiter. 620. 680. Hey, bau dir ein Getriebe. Eine Schaltwegverkürzung ein und du wirst 800. Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in 600. Oh, du musst leist. Ja, komm. Nitro. Bau dir eine Nitro-Einspritzung ein. Hör zu labern! Hat extra Power, wenn du sie... Mann, bin ich böse. Ich hab die beim Sprechen unterbrochen. Ich böser Mann. Ich böser, böser Mensch. Warte mal, diese scheiß SMS-Dinger, ey. Es gibt mir auf den Brenner hier. Ich bin mir gewollt, die zu löschen, wie bei Most Wanted. Das ist so nervig einfach. Machen wir mal ein Driftrennen. Hm. Ich will keine Rennen fahren. Weil mit dem könnte ich jetzt ein Rennen fahren, aber lieber mache ich einen Driftrennen. Was? Einen Driftrennen? Alter, mein Deutsch, ey. Das ist ja... Ey, was geht eigentlich in deiner Birne vor, hm? Kommst du hier mit einer armseligen Schrottmühle an und willst, dass wir dich mitfahren lassen? Naja. Wenn du meinst, dass deine Rückleuchten dich nicht zu sehr... Was? Wenn du meinst, dass meine Rückleuchten dich nicht zu sehr blenden, gibt's nichts, was dagegen spricht. Ach, komm schon. Warning. Atroised Across. Nee, 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 nee. Yeah. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Jo. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Jo. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Oh yeah. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Oh ja. Und diese Punkte bestimmen dein Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Jo. Wenn du das alles raushörst, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Oh mach yeah. Aus deinem Drift seinen endlosen Slide und hier wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Oh yeah. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Oh ja. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Oh ja. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst Autsch. Sind deine Punkte futsch. Oh ja, das ist manchmal... Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Das tut manchmal weh, wenn man gegen eine Mauer fährt. Leech. Mhm.
Halt! So, da sind wir wieder. Mauer. Der Mauer muss weg, aber in dem Sinne eigentlich nicht. Ja, es ist nur unspektakulär, was ich, was man hier machen kann. Na, also, es ist halt... Naja. Alles eigentlich nur easy hier. Ne? Autsch. Wie ist es, zum ersten Mal die Wand berührt? Na, Hammer. 2000. Yay. Schön. Ruhpunkte. So. Was haben wir denn da noch? Hä? Spezialitätenshop. Gibt denn Waren Touch mit neuen Autoglasfolien? Ja. Kann ich ja löschen hier. Eingang. Was ist denn hier noch? Rachel. Blödsinn. So. So, was haben wir denn noch? Den werden wir mal hier. Manchmal gibt es ja auch versteckte. Also versteckte, Rennen und versteckte Shops. Diesen Shop, ne, habe ich gerade gefunden und da gehen wir später rein, weil so viel Geld haben wir ja noch nicht. Müssen wir erst ja noch freischalten und verdienen. Machen wir ein nächstes Rennen. Nehme ein Schild mit. Bin halt ein Schildbürger. Oh mein Gott. Minikarte können wir auf M gucken. Da fahre ich gerade. Also wir sind der Grüne. Achso, mit Pfeil kann ich ja nicht. Mit Mauspfeil kann ich ja nicht zeigen. Wir sind ja der grüne Pfeil. Wir müssen dann oben hin. Ups. Hab vergessen, den Timer zu restarten. Entschuldigung. Fehler meinerseits. Falls einer fragt, wie ich das mache mit, dass man das im Widescreen spielen kann. Kann ich euch dazu nur sagen, es ist zwar illegal, aber ich habe mir einen Patch geholt. Da muss man aber den No-CD-Crack muss man sich halt downloaden und installieren, also halt ersetzen und so. Also kann man machen. Hier habe ich noch einen Shop gefunden. Ja, also es gibt da einen Patch und einen Crack, den man ohne Crack, ohne den No-CD-Crack gibt, geht's halt nicht. Das Spiel habe ich ja original hier. Von daher ist es ja meines Erachtens nicht illegal. Also es ist halt nur illegal, wenn man halt, naja, wenn man das Spiel nicht kauft und halt downloadet. Klar ist der No-CD-Crack. Ich weiß nicht, was an den No-CD-Crack so illegal ist. Ich weiß das gar nicht. Machen wir mal das Drag-Run. Und ja. Man nennt dich also den 14-Sekunden-Mann. Weil dein Schrotthaufen so lange braucht, bis er überhaupt losfährt. Naja, du bist... Bis du begriffen hast, was hier abgeht, feiern wir im Ziel schon mal eine Party, ne? Was, ist das dein Ernst oder was? Nur weil ich eine Standardkarre... Also, Street Drag ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen.
Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Ja. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Ja. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool, fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Jo. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, ja. Dann zeig, was du kannst. Ja, Mann. Mach ich, auf jeden Fall. Ich habe noch keine Truhe. Ah, ich muss den Schaltpunkt finden. Also ich muss hier erstmal suchen, bis ich hier perfekt schalten kann. Windschatten. Jetzt ist das noch einfach mit dem Drag-Rennen. Drag, muss ich sagen, liegt mir zwar von den vom Schaltweg, kann zwar bei Drag gut schalten, aber mit den Autos, die einem entgegenkommen, also mit dem Verkehr, also naja, da habe ich schon Probleme mit, also da ist schon krass. Hochpunkte 0, uiuiui, denn du bist eine 0, naja. Passt zu mir, denn ich bin ja auch eine Null. Gut, wir gehen zurück zum Explore-Modus. Und wir haben noch ein Sprintrennen, was wir machen können. Nach diesem Sprint, also müssen noch Geld verdienen, um unser Auto zu tunen, auf jeden Fall. Also es wird nicht ganz einfach, es wird anstrengend. Weil ich muss dazu sagen, ich habe damals nur mit Trainer gespielt. Also wer Trainer kennt, also Spieltrainer auf PC, das sind halt so eine Programme, die auf Tastendruck reagieren. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Taste drückst und wenn du die öfters drückst, dass du zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, du drückst eine Taste und kriegst 100.000 an Geld, dann wenn du die öfters drückst, ne, dann kriegst du halt immer mehr Geld und habe ich halt gehabt, diesen Trainer mit dem Geld und ist auch nur wegen dem Geld gewesen, also ich meine, es war auch Cheaten, aber jetzt mache ich das so. Klar habe ich das so auch schon durchgespielt. Ohne Trainer, aber hey Mann, wir fahren hier einen Sprint. Falls du mit deiner Gurke irgendwann mal im Ziel ankommst, weck mich bitte, damit ich mein Geld kassieren kann. Wenn du mitmachst, lade ich dir die Karte hoch. Sag mal, die Karte, die habe ich schon längst vor meinem Gesicht, Junge. Ey, es ist ja unfassbar. Ist ja es. Alter, das geht ja gar nicht. Eigentlich kann man hier auch einen perfekten Start hinkriegen. Aber ich weiß nicht, wie das so gemacht ist. Demnächst werde ich mir mal Nitro holen, weil das Nitro ist wichtig. Motor und so kann man darauf warten, ja, aber Nitro ist wichtig. Ich werde hier mal abkürzen gerade. Ich kenne ja hier halt auch die Abkürzung, also es, ich habe da, es ist ja nicht blind, was ich hier. Ups.
Es ist ja nicht blind, wie ich hier spiele und kenne halt schon einige Abkürzungen, sag ich mal. Ist ja bei Need for Speed Most Wanted genauso gewesen. Habe ich damals sehr gesuchtet, beide Spiele. Boah. Und den ersten Teil habe ich auch gesuchtet, auf jeden Fall. Aber der erste Teil, Alter, der erste Teil war echt schwer. Oder er ist sehr schwer, muss ich mal sagen. Den werde ich wahrscheinlich danach Let's Playen. Ich weiß es noch nicht. Ich verspreche nichts. Aber mal sehen. Zuerst machen wir dieses epische Spiel. Wow. Moment. Weiter geht's. Muss husten. Ja, das Husten, das, Ich muss mal wieder ein Endscreen machen. Ja, muss ich... Aber ein Rennen machen wir, glaube ich, noch. Ich weiß das noch nicht. Mal sehen, vielleicht machen wir auch ein bisschen Überlänge. Mal schauen. Das Spiel ist ja auch geil, da kann man auch mal Überlänge machen, oder? Ich sage voraus, dass ich Rufpunkte, also ja, Rufpunkte 200 habe. Sage ich voraus. Nein, 300. Mensch, schade. Warum schade? Es ist, ich habe 200 geschätzt und habe 300 bekommen. Kann ich nicht mehr. Habe ich gerade das Zirrl nachgemacht? Naja. Hörst du das? Setz dich mit unseren völlig neuen Auspuffblinden von der Masse ab. Deine Mutter ist die Masse, ne? Erstklassige Auswahl in allen Karosserieshops in Baby. Und ich kann es wieder löschen. Deine Mutter. So. Entschuldigung. So, wir machen das Rundkursrennen und dann werden wir mal dezent schneiden. Und in den Endscreen gehen. Weil das dann auch Zeit wird. Wo zur Hölle muss ich hin, wenn ich... Achso, muss hier rein, ne? Hey, Junge! Sattel dein Gaul! Was? Ich hab kein Pferd. Naja. Du weißt schon, ich mein deinen Wagen und kein Pferd. Ach so. Sag das doch gleich, meine Herren. Ich dachte, ich sag's dir, Bauerntrampel, lieber. Sag mal. Ich sollte dir mal einen Schuss Bildung geben. Hier, einen Schuss Bildung. Ne, einen Schuss Bildung. Aus meiner Heckel und Koch P30, ne? Software-Waffe, ne? Nicht, dass hier... Ich sehe schon, kommt das irgendeiner die Bullen hoch, weil er die Geräusche hört hier von Waffen. Das ist... Nein, lass mich das. Junge, machen wir weiter. Ich weiß, der... Ich glaube, der Pfeil, der hilft einem zum Superstart, aber... Ich weiß nicht, ist irgendwie schwieriger hier, ne? Ich weiß es nicht genau. Aber ich... An die knapp vorbei hilft ja hier nichts. Ich habe ja kein Nitro. Ich wollte ja schon hier knapp vorbei machen. Ach man. Ich arme Sau, kein Nitro. Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV-Empfänger bin ich ja nicht. Ich kriege ja Sozialhilfe. Ist ja kein Hartz-IV.
Entschuldigung, musst du husten. Ich will nicht mehr Pause drücken, wenn ich husten muss, aber eigentlich müsste ich das. Um halt Motorsound und so, um das nicht zu gefährden, aber das ist immer blöd. Ist beides blöd eigentlich, wenn man es so nimmt. Ich nehme es immer von hinten. Oh Mann. 23 Minuten sind schon auf. Naja. Ich habe gesagt, wird überlängen. Wie gefällt euch eigentlich der Endscreen? Ich habe ja mehrere, also den anderen Endscreen mit den, Alter, der Endscreen mit dem Bus, den finde ich mega. Den werde ich in diesem Part auch mal machen. Und ja, guckt dann einfach mal, also mit dem Endscreen mit dem Bus, Alter, ein tiefgelegter Bus einfach, der so schnell fährt einfach. Mega. Ja, die Endscreens, die habe ich auch selber gemacht. Also ich habe da nicht irgendwie eine Firma oder sonst irgendwas beauftragt. Ich habe die selber gemacht. Mit Sony Vegas. Und kann man ja machen. Und finde ich schon geil. Also ist einer der geilsten Endscreens einfach. Es ist auch mein Twitch-Account mit bei, also da, also unten im Endscreen. Klar muss man dann in meinem in der Videoinfo, also in der Videobeschreibung muss man dann gucken, wie heiß ich bei Twitch, und da muss man da gucken, aber man kann mir da folgen auf jeden Fall. Tut es sonst. Nein. Nein, ich will meine Abonnenten nicht bedrohen. Nein, 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 nein. Nein, das mache ich doch nicht. Nur wenn ihr wollt, könnt ihr mich auf Twitch folgen. Ich streame gerne. Also ich muss mal sagen, ich streame gerne. Ich streame gerne spontan. Da wäre es vonnöten, wenn ihr mir folgen könntet, damit ihr das auch seht. Falls Interesse besteht. Und ich sage, ich habe 300 Punkte. Also Forschungspunkte. 300 Rufpunkte, genau. Huch, huch, huch. Wo kommt denn der Endscreen her? Oh mein Gott. Alter, Mensch, da habe ich einen richtig miesen Schnitt gesetzt. Dafür gebe ich mir mal eine Schelle. So. Aua. So. Nee, aber ja, Mensch. Ich habe da irgendwie vergessen, so abzumoderieren oder irgendwie. Ich habe vergessen zu schneiden. Ich habe es irgendwie vergessen. Warum? Das ging jetzt echt zu lang irgendwie. Beim Paten, sag ich mal, also Parts erstellen, sag ich mal. Also, naja, ist egal. Ist nicht so wichtig. Aber nebenbei ist mir das halt aufgefallen, dass ich da die Abmoderation oder so nicht gefunden habe. Deswegen musste ich da so zwischenschneiden. Naja. Der Endscreen ist echt viel zu kurz. Das ist mir echt, das ist unangenehm. Das finde ich echt blöd, dass der so kurz ist. Aber ich habe ja leider keinen längeren gefunden, deswegen muss ich mal ein bisschen rüber quatschen. Ja, im nächsten Part geht's dann weiter mit der Szene, die ich da so frech, wie ich war, übersprungen habe. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.